Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter. Irgendwie zieht sich das Let's Play gerade ein bisschen in die Länge. Ich dachte, ich müsste weniger Aufnahmesession machen, aber irgendwie nehme ich immer nur eine Stunde am Stück auf und wir sind jetzt schon bei Part 6. Ich war jetzt krank, man hört es, glaube ich, noch ein bisschen. Und deswegen fielen jetzt auch ein paar Folgen aus. Ich habe gewartet, bis ich Part 5 hochlade, bis ich wieder Part 6 überhaupt produziert habe. Ja. Und wir sind jetzt wieder in Hogwarts und wir sind gerade, glaube ich, gerade auf dem Weg zu irgendeinem Unterricht. Das hatten wir doch schon. Oder nicht? Das hatten wir doch schon. Kann man auch nicht escapen. Okay. Wow. Hast du das gesehen? Ich glaube, das hatten wir schon, weil wir da das letzte Mal gespeichert hatten, aber wir kurz vor dem Unterricht halt aufgehört haben. Lass uns einen Blick riskieren, bevor Filch zurückkommt. Okay. Hast du das Knurren gehört? In diesem Korridor ist sicher etwas ganz Furchtbares versteckt. Feuer. Erzähl mir das besser unterwegs, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Gut, dann gehen wir doch mal. Heute wollen wir lernen, wie, wir wieder den Lumos-Zauber verkacken. Mann, es ist so ärgerlich. Ich hoffe, diesmal kriege ich die Prozente besser hin. Beobachte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Okay. Oh nein. Ich schäme mich. Aber für die erste Runde reicht's, ja. 97%? Was? Eine herausragende Leistung. Ich habe immer das Gefühl, am Anfang zählen die auch mehr Prozente, dass sie einen Mut machen. Und dann beim letzten nehmen die für gar nichts mehr irgendwie Punkte. Und nochmal, Harry, zeig uns, was du kannst. Okay, los geht's. Oh nein. Ich weiß auch nicht, wie die Prozente gemessen werden, ob man, wie oft man drüber rauscht oder wie viel man gefüllt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe früher immer ganz viel so gemacht, einfach. Eine herausragende Leistung, Harry. Ich will vor Slytherin einfach sein. Versuch es nochmal, Harry. Ja. Hammer. 99! Mensch! Das Haus, das am Ende des Jahres die Ich weiß es doch. Gewinnt den Hauspokal. 15 Punkte für Gryffindor. Mach weiter, Harry. Versuch no es pressure. Noch mal. Boah, das müsste jetzt richtig sauber sein. Das müsste eigentlich echt gut sein. Was? Wie geil! Merkenswert, Harry. Ein perfekter Zauber. Ja, voll gut! 20 Punkte für Gryffindor. Ey, heute läuft's, Leute. Heute wird's richtig cool.
Okay. Du kannst den Lumos-Zauber ein wenig üben, indem du versuchst, die Lumos-Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber ich an weiß, diesem doch alles. Schluckenden Wasserspeier üben. Okay. Lumos! Ziemlich hell, nicht wahr? Du Wahnsinn, ich werde geblendet. Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. Okay. Ich will mal AWC drücken. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Okay. Und los geht's. Ibi! Alles klar. Looten! Alles looten. Mann, man muss immer so nah dran hier. Das geht voll auf die Nerven. Und oh. Entschuldigung, ich bin so ungeduldig. Ich hab gerade mit Reni noch für meinen Gaming-Channel aufgenommen. Mit einem Shooter. Und das ging alles ein bisschen flotter als so ein Kinderspiel hier. So. Lumos. Ja. Mach die Treppen. Nee, das ist gar keine Treppe. Okay, vielen Dank. Was geht nicht auf Zeit, ne? Ich glaube, bei Harry Potter 2 oder 3 ist das ja so, dass geht das Scheißvieh auch noch auf Zeit. Komme ich jetzt hier hoch? Ja, hallo. Das sind Treppen. Voila. Aber wir müssen erstmal noch die einzelnen Boden einsammeln, weil die richtig wichtig sind, ja? Sonst können wir die ganzen Herausforderungen nicht meistern. Und hui, hui. Wow. Wow. Gut. Den ersten, den zweiten haben wir schon. Machen wir den ersten. Irgendwie. So, ist hier noch irgendwas? Okay, drei Jump-Dinger. Und da hinten ist bestimmt eine Geheimkammer, oder? Bestimmt. Oder hier? Als ob da hinten keine Geheimkammer ist. Als ob. Doch, ich wusste es doch. Und wie komme ich da jetzt hin? Ach, krass. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, manchmal kriegen wir so einige Sachen, kriegen wir nicht übersprungen und fallen runter. Aber das schaffen wir. Also, hätten wir das schon geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Sternchen kriegen, weil können wir auch von hier aus springen, oder? Da ist aber wieder gut hochgesprungen. Gut. Hier kommt bestimmt wieder irgendwas Böses, weil das immer wenn es so groß ist, ne? Wenn der Raum so groß ist, kommt normalerweise was Böses. Weil es ist die Lumos-Aufgabe. Es könnte auch sein, dass einfach da Treppen wieder hochkommen. Mal rüber, bitte den Shit. Wingardium Leviosa. Lumos. Okay, es kommt nichts Böses. Haben wir nochmal Glück gehabt. Achso, ich wollte gerade sagen. Wie soll ich da drankommen? Oh, ich muss mal auch so viel husten. Aber ich wollte jetzt unbedingt aufnehmen. Nein, nimm mich mit! Oh, Mist. Ist so ein Riesenraum für einen Lumos. Oh. Als ob hier nicht noch irgendwas ist.
Okay. Aber es ist so verdammt ruhig. Es muss doch bestimmt noch irgendeine böse Aufgabe kommen. Das ist kein... Sieht sehr schwer danach aus. Okay. Dass man uns das immer zeigen muss, ne? Anstatt uns das einfach selber herausfinden zu lassen. So, jetzt werden wir richtig dumm. Okay, da geht's raus. Komm. Ah ja. Okay. Das auch nicht. Ich bin überrascht von diesem Spiel. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Ich guck nochmal eben, kann man hier oben zaubern? Ich komme gar nicht so weit nach oben. Und hier, Alter, ich bin, Alter. Als ob hier nicht irgendwo doch was versteckt ist. Tut mir echt leid wegen dem Husten. Okay. Also hier ist noch ein Stern. Ich glaube, das hatte ich damals, als ich schon mal aufgenommen hatte. Da habe ich nämlich gesehen, da bin ich nämlich schon zu früh durch die Tür gegangen. Oh, ich will da nicht rein, da kommen Pieps. Hundertprozentig. Oder nur Feuerkrabbe. Aber ich schätze Pieps. Pieps ist mal... Oh, hi. Ja? Hallo, Homora! Hallo, Homora! Schokofrosch. Okay. Naja, wir müssen, ne? Wie kommen wir denn da hin? Da hinten ist irgendwie... was übersehen. So. Kannst bitte auch die Tür hier aufmachen. Komm schon. Aber da hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, weil das sah überhaupt nicht danach aus, ne? Boah, kann man die jetzt auch aufmachen? Das wäre voll mein Fuck. Also du rechnest voll, die Bilder und sowas aufmachen zu können, aber damit nicht. Haben sie gut gemacht. So, dann stellen wir uns mal Pieps. Ich will diesen Stern. Oh nein, wer kommt denn da? Aber wir haben den Stern, also immerhin. Du bist los. Wow, wow, wow. Ich bin Lieb. Die Leute sagen. Wenn du an die Spuren schaust, zerbricht das. Immer schnell jetzt. Okay. So, muss man jetzt nur 6 Sterne holen? Ist schon Ende der Aufgabe? Musik, beruhig dich, wir haben es schon geschafft. Nee, ist noch nicht zu Ende, okay. So, einmal speichern. Du meinst, wir können nicht da hinten. Wir haben ja gespeichert. Ah! Vielleicht beim nächsten Mal. Rein, ist da was Cooles? Nein! Und ich bin eine Belohnung, dass wir nicht gestorben sind. Okay.
Aber hier nicht irgendwo der kopflose Nick am rumschweben? Oh, ich erinnere mich doch. Irgendwo hat er hier rum... Da oben chillt er. Hi! Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Schlauer Junge. Du hast meinen geheimen Schlafplatz gefunden. Wo schläft? Erstmal, warum schlafen Geister? Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Wo ist denn dein Schlaf? Kann ich hier drauf? Nö. Okay. Ja, von mir aus. Vor allem, weil er nicht... Gehört er nicht zu Gryffindor? Der gehört doch zu Gryffindor. Ich frag nicht. Was habe ich denn jetzt hier? Ich glaube, wegen den Dingern, die kommen noch. Gut. Dann kommen bestimmt hier wieder Gnome. Nee? Und jetzt geht wieder alles zu. Es kommt Gnome. Sieht immer alles so gleich aus, wenn bestimmte Sachen kommen, wie Peeves zum Beispiel. Jetzt kommt da wieder so ein Vieh raus. So, und da ist keine Überraschung wieder für uns drin. Das Spiel ist so frustrierend. Wir brauchen diese eine Bohne, Leute. Oh, okay, ich dachte, das kann man auch machen. Halt, stopp. Was ist das da oben? Gar nichts. Gut, dann halt nicht. Ich hoffe, wir gehen jetzt richtig. Dann habe ich das Gefühl, dass wir das übersehen haben. Was haben wir übersehen? Konnte ich das vielleicht doch rausschieben? Also wofür sonst sollte ich jetzt hier hoch können? Mach gar keinen Sound mehr, wie ich falle und sterbe. Okay, muss ich jetzt nochmal alles einsammeln? Eben nochmal, ich habe das jetzt hier die ganze Zeit als Notfallreserve, Honig. Damit ich nicht so viel husten muss. Mhm. Stopp. Habt ihr nicht gesehen. Das ist echt nicht. Bin überfragt. Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir noch mal da irgendwie hin zurück. Komm. Hallo. Okay, gut, dann sind wir jetzt wieder an diesem Punkt hier. Dann quatschen wir mal vielleicht mit dem Schüler, der da rumrennt. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich glaube auch, du lieber Slytherin. Ich glaube auch.
seltsam. Alohomora! Och Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Hätte Angst schon nachher, dass das Ende der Aufgabe ist. Ich weiß doch nicht, warum ich die ganze Zeit denke, dass es gleich zu Ende ist, obwohl wir noch nicht alle Sterne haben. Der auch geht, ne? Bitte hör auf damit! Ah, geh mal lieber zurück in deine Klasse. Slytherins können halt nichts. Okay, ich beleidige mich gerade selber. Die können halt nicht, ne, gute Aufgaben machen. Aber wir sind ja auch Team Harry jetzt gerade, weil wir Harry sind. Deswegen sind wir Team Harry. Also, einmal hoch. Hi, Nick. Schön, deinen Schlafplatz zu kennen. Und jetzt müssen wir wieder zurück in den Raum, wo wir gerade waren mit dem Schüler. Nee, achso, ich dachte schon. Okay, das ist das Ende. König. Warum sind hier so viele Schokofrösche? Das macht mir ein bisschen Angst. Hallo. Ich muss das einmal rumfahren. Da muss ich hin auf die andere Seite, ne? Wie viele Sterne haben wir denn jetzt? Wie viele Sterne haben wir? Ich hoffe, wir haben alle. Na komm. Ja. Ja. Um die Kurven kann er am besten fahren, ne? Aber er muss immer neu berechnen, so. Boah, wo muss ich jetzt hin? Mhm. Ah, ich hab schon ein bisschen Angst, jetzt schon abzuspringen. Aber jetzt. Oh. Wir alle? Du hast alle Sterne eingesammelt. Gut. Also jetzt müssen wir noch langsam vor den Slytherins sein, oder? Vor allem, nachdem dieser blöde Slytherin hier rumgeistert und sich verirrt hat, sind wir ja wohl besser als die. Come on. Okay, guck mal nach. Das kann, vor allem wie das einfach randvoll ist. Guck mal, wie randvoll das ist. Ach, ich keine Ahnung, wie ihr seht das. Mann. Müssen wir nicht noch die eine Aufgabe einfach fertig machen? Von Professor Flitwick war das. Ich erinnere mich. Psst. Harry, hier drüben. Oh, wir kriegen wieder neue Sammelkarten. Hey, Harry. Hast du 25 Bohnen gesammelt? Wir brauchen die Bohnen für... Oh, das wird richtig knapp. 25 Experimente. Bohnen. Das wird immer so knapp, ne? Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Alle? Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Im Allgemeinen alle, oder? Weil dann sind wir ja langsam schon am Ende. Ich gucke mal darüber, weil da sehe ich mich in der Kamera. Ich habe meinen Monitor ein bisschen umgestellt. Okay? Das sieht immer doof aus. So, ja? Meint ihr wirklich? Und die Kamera ist einfach da. Ich muss mich da dran gewöhnen, in die Kamera hier zu gucken. Und ich mich selber an. Okay. So, Harry. Was machen wir als nächstes? Sollen wir nochmal zu Flitwick? Mora. Ja, vor deinen Augen, Bitch. Bitch. Können wir da jetzt eigentlich auch rein?
viele, oh, wir brauchen noch 8 Karten. Das haben wir doch auch schon. Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Ich erinnere mich an alles. Flipendo! Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jetzt zu Flitwick könnten. Ich glaube aber ganz am Ende, bevor man in die große Halle geht, kann man das nochmal machen. Flipendo! Ich gebe mir nichts mehr. Ihr seid Geizhalse! Okay, warte mal. An dieser Stelle mache ich noch meine Aufnahmesession-Pause. Nee, nicht Aufnahmesession-Pause. In der nächsten Folge gehen wir zum Zaubertränke, zu Snape. Und holen, glaube ich, die Baumstammrinde oder Flubberwurm. Irgendwo mit könnten wir uns noch einen Powertrank, Powerpuff, wollte ich schon sagen. Powertrank kaufen. Herstellen. Oder war das schon der nächste Teil? Ich will. Erster und zweiter sind sich so ähnlich, auch von der Grafik her. Ich kriege das immer nicht auseinandergehalten. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!